So, nochmal guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Spiel am Sonntagabend gegen Hannover 96. Begrüßt dazu Max Eber und Dieter Hecking. Das Spiel ist nicht unser einziges Thema heute. Ihr werdet das schon gesehen haben. Wir haben vor einer Stunde ungefähr die Presseinfo rumgeschickt, dass Borussia den Vertrag mit Dieter Hecking verlängert hat. Dazu wird es sicher auch einige Fragen geben. Ich schlage vor, dass wir darüber am Anfang reden. Und wenn da alle Fragen beantwortet sind, dann sprechen wir über das Spiel am Sonntag. Dieter, vielleicht kannst du vorab was sagen. Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Erstmal sag bitte ein paar Worte dazu, wie die Gespräche gelaufen sind. Ja, wie sind sie gelaufen? Ich glaube, wenn man eins sagen kann, dass das wie immer in einer sehr unaufgeregten Art und Weise zwischen Max und mir passiert ist. Wir haben natürlich auch gemerkt, dass das Thema interessanter wird, natürlich auch durch gute Ergebnisse, durch tolle Leistungen unserer Mannschaft. Das haben wir natürlich gespürt und Max ist dann auf mich zugekommen und meinte, wir sollten uns mal langsam Gedanken machen und zusammensetzen. Wir haben uns dann zweimal getroffen. Ja, und haben das wirklich wieder in einer Art und Weise, wie ich finde, das ist das sehr, sehr Angenehme mit Max besprochen. Gar nicht mal so über Laufzeiten, zwar auch, aber auch über Gehälter auch, ja, aber vielmehr ging es darum, wie wir diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, weitergehen können, in welcher Form wir uns das vorstellen, was Borussia sich vorstellt, was sie in meiner Person sehen. Was ich in der Borussia sehe, das war eigentlich die Kerninhalte und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, wenn man in so einer Partnerschaft arbeitet, dass man das gegenseitige Vertrauen spürt und da muss ich wirklich sagen, das ist außergewöhnlich für mich, in der Zusammenarbeit mit Max, ohne ihm da zu viel Honig im Bart zu schmieren, aber es ist wirklich außergewöhnlich, in welcher Form wir zusammenarbeiten. Spüre die Rückendeckung des gesamten Präsidiums. Da gab es eigentlich für mich gar nicht großartig viel zu überlegen, als Max dann kam, mit mir den Vertrag verlängern zu wollen. Ich glaube, beide wissen, was wir aneinander haben und wir wollen das natürlich sehr, sehr erfolgreich gestalten, die Zukunft. Ja, und muss natürlich auch die Mannschaft da in diesem Zusammenhang hervorheben, die natürlich diese Umstrukturierung, die wir im Sommer vorgenommen haben, in einer Art und Weise bislang gestaltet hat, das natürlich mir auch leicht fällt. Und ich sehe einfach auch ein Riesenpotenzial mit dieser Mannschaft, die eine super Altersstruktur hat, die, denke ich, sehr, sehr wissbegierig ist, sehr, sehr leistungswillig ist, ja, einen erfolgreichen Weg weiterzugehen. Und deshalb ist es für mich eigentlich die logische Konsequenz, dann nach dem Gespräch mit Max mich relativ zügig mit ihm zu einigen auf eine Verlängerung. Max, vermutlich wirst du nicht sehr viel anderes erzählen, aber bitte auch von dir zwei, drei Sätze aus Vereinssicht zur Vertragsverlängerung. Ja, ich wollte einfach so ein bisschen die Geschichte erzählen, die wir jetzt zusammen erlebt haben. Ich habe ja auch lernen dürfen in der Zuge der Vertragsverlängerung, dass die durchschnittliche Verweildauer eines Trainers bei einem Verein 1,3 Jahre ist. Mit Dieter werden wir jetzt im Dezember das zweite Jahr voll machen und hoffentlich noch dann 1,5 Jahre dazu gesellen können. Ja, wir haben Dieter vor 2 Jahren geholt in einer Lage, die für Borussia nicht problematisch, aber auch nicht unproblematisch gewesen ist. Also wir hatten 16 Spieltage, 16 Punkte, hatten keine leichte Situation und haben damals uns entschieden, André Schubert zu entlassen und Dieter Hecking zu verpflichten, mit all seiner Erfahrung, mit all seiner Gelassenheit, mit all seiner Besonnenheit. Und er hat innerhalb kürzester Zeit mit der Mannschaft es geschafft, einen Turnaround zu schaffen. Wir haben eine tolle Rückrunde gespielt, die leider mit diesen negativen Erlebnissen dann leider so ein bisschen übertüncht wurde, wo wir bis zum letzten Spieltag um Europa spielen durften. Wir haben dann eine sehr gute Hinrunde gespielt, wo wir punktgleich im Dritten waren und hatten letztes Jahr dann eine Rückrunde, die uns allen nicht gefallen hat. Da waren wir alle nicht mit einverstanden, was da passiert ist. Und dann ist was Außergewöhnliches passiert, dass ein Trainer zu dir kommt und sagt, weißt du was, Max, lass mal den Vertrag jetzt sein, verlängern oder verkaufen oder abgeben oder weggehen. Ich will hier einen guten Job machen, ich will hier Gas geben, ich will mit diesem Verein, wo ich mich extrem wohlfühle, wo ich eine Mannschaft habe, möchte ich einfach einen guten Job machen. Und das vertrage ich hier, lass mich einfach mal hinten dran sein. Und das finde ich im Fußball außergewöhnlich. Hat mir natürlich gefallen, weil ich durch einen Trainer hatte und einen Trainerstab hatte, der extrem ehrgeizig war und einfach zeigen wollte, dass mit einem kompletten Kader mehr möglich war mit Borussia. Und mit dieser Klarheit, mit dieser Kompromisslosigkeit hat Dieter dann die Saison begonnen. Wir stehen jetzt da, wo wir stehen. Da stehen wir auch zurecht, weil die Leistungen dementsprechend waren. Klammer auf, was heißt, wir dürfen keinen Zentimeter nachlassen, Klammer zu, aber das habe ich mit Dieter in den Gesprächen auch gesagt, dass wenn wir jetzt unterzeichnen, dass das eben jetzt erst richtig losgehen soll. Und genauso war dann eben der Beginn der Gespräche über eine Verlängerung. Es waren, wie Dieter sagt, sehr vertrauensvolle Gespräche, sehr offene Gespräche, wo wir alles auf den Tisch gebracht haben, wo es darum ging, wie wir den Verein weiterentwickeln wollen, wie wir mit der Mannschaft weiterarbeiten wollen.
Ja, und diese Besonnenheit und diese Gelassenheit hat eigentlich dazu geführt, dass wir uns angeschaut haben und haben gesagt, ich könnte mir per Handschlag jetzt alles besiegeln und alles wäre durch. Geht nicht, habe ich ja verstanden, Verträge müssen geschrieben werden, damit es auch wirklich schwarz auf weiß ist. Aber so kam es eben dazu, dass eben auch im beiderseitigen Einvernehmen der Dieter gesagt hat, dazu, Max, ein Jahr, mir reicht ein Jahr, ich will einen guten Job machen, da geht es nicht um Vertragslaufzeiten, das, was er gerade angedeutet hat. Ich will mit diesem Club einfach erfolgreich sein. Und diese Gier, diese Lust, diese Ambition und diese Ruhe, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Beginn der Saison, heute noch, und deswegen war es einfach für mich logisch, diesen Vertrag mit Dieter bis zum 30.06.20 und eben auch mit Dirk Bremser und Frank Geidek im gleichen Atemzug zu verlängern. Und darüber bin ich sehr froh. Danke, Max, und damit jetzt gerne Fragen von euch. Christian Hornung für die Bild. Hättest du denn Max nicht allein deswegen schon lieber vielleicht um 2 oder 3 Jahre verlängert, um dir nächstes Jahr unsere Fragen so ab Weihnachten zu ersparen, wann die nächste Vertragsverlängerung ansteht? Natürlich weiß ich, dass der Club ein Risiko geht, dass man eben sehr erfolgreich weiterbleibt und Dieter dann eben wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird oder mit noch mehr. Aber wie gesagt, so wie wir, das ist ja das, was ich gerade versucht habe rauszustreichen, diese Vertrauensbasis, die wir haben, dieses Miteinander, dieses Gespräch, dann nochmal, mir hätte ein Handschlag gereicht. Ich hätte gar keine Laufzeit gebraucht, mir hätte ein Handschlag gereicht und wir hätten uns in die Augen geschaut, wie es dann weitergeht. Deswegen sind wir beide der Meinung, dieses eine Jahr passt gerade perfekt und dementsprechend ist diese Vertrauensbasis das Entscheidende. Soll es im Fußball auch manchmal geben, dass klar, Verträge sind wichtig und die müssen ja auch geschrieben werden, aber gerade so ein Vertrauen ist ja schon in dieser Zusammenarbeit und wie gesagt, was du gerade gesagt hast, die Fragen kommen ja im guten wie in schlechten Zeiten und dann heißt es einfach eng zusammenzustehen und ich glaube, das haben wir letztes Jahr in der Rückrunde immer wieder getan, dass wir eben uns kritisch hinterfragt haben, trotzdem versucht haben weiterzumachen und genauso in der positiven Phase uns auch hinterfragen, weiter hinterfragen, aber natürlich den positiven Lauf mitnehmen und das ist einfach das, was zählt für mich. Hanna Gobrecht für Fohlenhautner. Nur um da mal so ein zeitliches Gefühl für zu bekommen, weil Sie haben gesagt, Sie haben sich 2-mal getroffen, sitzt man dann mehrere Stunden zusammen. Ich meine, es hieß ja auch, dass es sehr unkomplizierte Gespräche waren. Also ja, bleibt da Zeit. Unkompliziert waren Sie nicht. Bleibt da Zeit, um ein paar Kekse zu essen oder dauert das jeweils nur eine halbe Stunde? Nein, das, was Max gerade gesagt hat, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man zwei Seiten weiß und beide wollen in die gleiche Richtung gehen, dann ist es natürlich einfacher. Ja, wenn man natürlich eine Seite weiß, es könnte Probleme geben oder man hat andere Ansichten, dann muss man das ausloten, ob man zusammenpasst über einen längeren Zeitraum. Ja, und so war es bei uns auch. Das erste Gespräch hat wieder ein bisschen länger gedauert, da haben wir uns sehr viel Zeit genommen, ja, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass der Verein spüren muss, dass sie einen Trainer haben, der was bewegen möchte, der auch eine Weiterentwicklung sehen möchte natürlich. Genauso möchte natürlich der Verein auch das Gespür haben, ist unser Trainer zu 100% mit den Gedanken hier, ist er so gierig, wie es Max gerade beschrieben hat, um erfolgreich zu arbeiten. Ich meine, das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung für einen Trainer. Ja, und darüber haben wir uns ausgetauscht, aber auch eben auch über Themen, die jetzt weniger an die Öffentlichkeit gelangen sollen, da werden wir nichts drüber sagen, die uns beiden aber auch wichtig sind. Ja, das hat dann weniger auch mal mit Fußball zu tun, sondern allgemeine Dinge. Und ich glaube, da lotet man am besten aus, inwieweit man zusammenpasst. Und ich glaube, vom ersten Tag an habe ich nicht nur bei Max insbesondere, weil das mein erster Ansprechpartner ist, hier das Gefühl, bei Borussia zu Hause zu sein. Ja, es macht wahnsinnig Spaß, in diesem Verein mit allen Mitarbeitern, wie offen sie mir gegenüber treten. Ich habe viele, gerade auf dem Weg hier runter, alle haben gratuliert. Ja, das zeigt mir ja auch, dass die Leute mich akzeptieren, so wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten. Ja, und das ist auch ein Vertrauensbeweis, wenn man den spürt als Trainer. Und darüber haben wir uns ausgetauscht und ein Keks war noch nicht dabei. Aber wir haben so viele Kekse bekommen mittlerweile aufgrund von Maxheimer Auftritt bei einem Fernsehsender, ja, dass ich mich an dieser Stelle schon mal bedanken möchte und ich muss gucken, ich muss viel laufen, wenn ich das alles essen soll, damit ich nicht aus allen Nähten platze. Also dafür erstmal an dieser Stelle schon vielen Dank, aber bei den Gesprächen war der Keks noch nicht im Vordergrund. Marco Wiefel, Sky Sport News AD. Herr King, ich weiß jetzt nicht, wie Sie bislang Ihre Verträge abgeschlossen haben, welche Vertragslaufzeiten da waren oder ob das 1, 2, 3 Jahre waren, aber wenn das für Sie das erste Mal ist, dass Sie nur für ein Jahr verlängern, was hat Sie dazu bewogen? Was oder aus Ihrer Erfahrung heraus, ist, dass Sie diesen Schritt gehen? Ist es, dass man in diesem einen Jahr vielleicht eine höhere Intensität hat, eine höhere Konzentration?
Würden Sie das mal kurz erläutern? Also ich glaube, ich komme ja nicht drum rum, ich bin einer der erfahrensten Trainer in der Bundesliga und auch einer der älteren Trainer in der Bundesliga. Und mir geht es nicht mehr darum, gerade wenn ich bei einem Verein arbeite, wo ich mich wohlfühle, wenn der Vertrag, und davon gehen wir beide aus, so erfüllt wird, wie er jetzt erstmal steht, vielleicht sitzt man vielleicht im nächsten Herbst wieder zusammen und spricht schon wieder über eine Vertragsverlängerung, dann sind es schon mal 3,5 Jahre. Ja, und 3,5 Jahre ist, glaube ich, für einen Trainer in der Bundesliga mittlerweile schon sehr, sehr lange Zeit. Ja, und von daher brauchte ich diese Absicherung nicht mehr für mich, ja, weil ich einfach das Gefühl habe, ich bin angekommen bei mir. Ich kann diese Gelassenheit haben, zu sagen, ja, wir reden über ein Jahr. Und ich habe auch zu Max gesagt, wir haben verschiedene Denkmodelle durchgesprochen und am Ende haben wir beide irgendwo gefühlt, Mensch, das eine Jahr ist für die Borussia kein Wagnis. Ja, die Borussia weiß, dass sie einen Trainer haben möchte oder hier einen Trainer sitzt, der sehr erfolgreich arbeiten will, der nicht locker lassen wird. Das wird dem Arbeitgeber gefallen. Ob es dann so kommt, kann ich nicht garantieren, aber ich werde alles mit meinem Trainerstab versuchen, in diese Richtung zu lenken. Und das Zweite ist eben, dass ich eben nicht drauf schielen muss, eine gute Abfindung zu kriegen, nur weil ich 3 Jahre habe und dann bin ich im halben Jahr weg. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr und deshalb bin ich mit dieser Laufzeit mehr als zufrieden, weil es gibt beiden Vereinen in guten wie in schlechten Zeiten alle Möglichkeiten und man kann dann, wenn es dann erfolgreich läuft, sich wieder hinsetzen und man macht wieder ein Jahr und ich glaube, dass es für beide Seiten eine fantastische Lösung ist. Christian Hornung nochmal. Ist das jetzt quasi so eine grundsätzliche Einstellung bei Ihnen geworden, dass Sie nur noch Einjahresverträge schließen? Also wenn man verlängert, denke ich, ist das die grundsätzliche Einstellung von mir. Ja, wenn natürlich irgendwann doch nochmal ein Vereinswechsel anstehen sollte, dann muss man da auch als Idee wieder anders überlegen, weil dann wird man ja geholt, um vielleicht auch wieder was aufzubauen. Und in einem Jahr kann man nicht so viel aufbauen. Also das ist dann wieder was anderes, ist eine andere Situation. Aber wenn man mich jetzt fragt und wenn man ja weiter wären und wir wären erfolgreich gewesen oder die Borussia hat das Gefühl, der Trainer ist immer noch der Richtige, ja, dann wird es sicherlich wieder nur, dann brauchen wir vielleicht wirklich nur einen Handschlag und dann machen wir wieder ein Jahr weiter. Carsten Kellermann, Rheinische Post. Max, eine Frage an dich. Wenn man sich die Tabelle anschaut, die ersten 4 Trainer in der Tabelle sind eher auch aus der erfahrenen Richtung. Ist das ein neuer Trend in der Bundesliga oder Zufall? Also Zufall ist es nicht. Ob es jetzt gleich wieder ein neuer Trend ist, das weiß ich nicht. Aber es ist erstmal Ausdruck eben, dass eben, es war ja so ein bisschen Hype, dass wir sehr viele gute, junge Trainer haben und die Alten so ein bisschen daneben standen. Und das ist einfach ein schönes Indiz, dass dem eben nicht so ist, dass eben auch diese Alten, also Älteren, sagt man glaube ich, in dem Raum sitzen deutlich ältere Menschen, als die unsere Trainer sind, dass die sich genauso, ein paar. Die Runde. Ich sehe nicht so viele. Die älter sind, sehen jünger aus als ich. Scheiße. Die einfach mit Fußball sich beschäftigen und seit Jahren im Fußball tätig sind. Und das zeigt eben auch, dass es eben Phasen gibt in der Bundesliga, da eben auch eine Erfahrung eine große Rolle spielt. Ich glaube, dass die jungen Trainer großartige Jobs machen, egal in welchem Verein sie tätig sind. Aber eben auch die etwas älteren Trainer einen großartigen Job machen. Und gehört auch ein Christian Streich dazu in Freiburg, der ist bei den ersten 4 jetzt nicht dabei, aber der seit Jahren ja einen guten, großartigen Job macht. Also ich finde nicht, dass das mit dem Alter zu tun hat, sondern mit der Qualität. Und die Trainer haben eine große Qualität und vor allem sie haben sehr große Erfahrung, sehr großen Erfahrungsschatz und der eben auch hilft in problematischen Situationen. Und wie gesagt, wenn ich auf unseren Verein gehe, dann war der Sommer ja nicht ganz so problemlos. Also wir hatten schon einige Themen zu lösen, einige Themen zu besprechen und einige gute Entscheidungen zu fällen. Und nachdem man Entscheidungen gefällt hat, muss man dann die Arbeit ja auch noch tätigen, damit diese guten Entscheidungen eben auch an die Mannschaft herangetragen werden, an die Staff herangetragen werden, damit alle wieder an diesem einen Strang ziehen. Und da ist eben einfach diese Erfahrung, das, was ich gesagt habe, diese Gelassenheit, diese Souveränität, aber auch die Klarheit und Kompromisslosigkeit eines Dieter Hecking, der ist jetzt ein älterer Trainer, die war dann schon bemerkenswert. Und deswegen, ich glaube, nicht jung oder alt ist entscheidend, sondern die Qualität am langen Ende. Und ein älterer Trainer hat Qualität und Erfahrung. Das sind natürlich 2 Faktoren, die wichtig sind. Achim Müller, Express. Hecking, verraten Sie uns doch mal bitte ein paar Details aus dem Gespräch, wenn das geht. Der Max Eberl hat eben ausgeführt, Gier, Lust, Ambitionen. Womit hat er Sie denn geködert? Vielleicht mit einer Gehaltserhöhung, aber haben Sie beispielsweise auch neue Spieler gefordert oder können Sie da etwas zu sagen? Da habe ich euch für. Na, ihr fordert ja, das bringt immer wieder neue Namen ins Gespräch oder schreibt schon Spieler weg. Nein, ich glaube, dass es ein richtig guter Zeitpunkt ist, auch Zeichen an die Mannschaft. Ja, Max hat es heute Morgen der Mannschaft auch gesagt, dass ich und mein Trainerstab verletzt
verlängern. Ich habe jetzt kein trauriges Gesicht gesehen, das ist erstmal positiv. Ja. Ich glaube, dass auch gerade unsere Leistungsträger natürlich schon wissen wollen, mit wem sie die nächste Zeit verbringen. Und ich glaube schon, dass das auch ein Argument ist jetzt für uns zu sagen, bei dem einen oder anderen, du brauchst nicht großartig nachdenken. Ja, weil hier entsteht auch wieder etwas, wo wir hoffentlich dauerhaft sehr erfolgreich Fußball spielen können. Und ich sage nochmal, es ist immer noch nicht die Garantie, dass Borussia Mönchengladbach die nächsten Jahre immer zwischen Platz 1 und 5 rumläuft. Ja, aber dass das natürlich ein ambitioniertes Ziel sein kann für die Zukunft, ambitioniert sein sollte man. Ja, ob man das umsetzen kann, weil der Max sagt zu Recht, es gibt Saisons, da bist du eben nur Neunter und da ist gar nicht so viel falsch gelaufen. Da machen es eben andere Mannschaften auch mal gut. Und ich glaube, das wird wichtig sein, auch mit Bezug jetzt auf das sonntägliche Spiel, dass wir da den Fokus wieder nur auf das Sportliche legen. Und wir haben es in der Hand, in diesem Jahr eine außergewöhnlich gute Saison zu spielen, die sich nach 11 Spieltagen sehr gut anlässt. Aber das war sicherlich mit ein Thema bei uns, ja, ohne dass ich jetzt gesagt habe, ich möchte gerne den vierten Torwart haben oder den dritten Innenverteidiger oder den fünften Stürmer noch. Ich glaube, das haben wir sowieso die ganze Zeit schon besprochen, wie wir uns das vorstellen. Das war jetzt nicht explizit in diesen Gesprächen das Thema. Marco Wiefel nochmal. Weil ist das eine Sache mit Seltenzeitswert, zu so einem Zeitpunkt eine Vertragsverhandlung? Normalerweise sagt man immer oder hört man immer dann von Verantwortlichen, wir gucken mal in der Winterpause, da werden wir uns zusammensetzen, dann werden wir genau überlegen, werden nochmal genau analysieren. Sie haben im Sommer sehr intensiv analysiert und ist es jetzt dann eher so eine Bauchgefühlsentscheidung gewesen oder wägt man da auch nochmal gewisse Dinge ab und macht nochmal eine konkrete Analyse, warum es jetzt so gut läuft? Ich habe versucht, mit meiner Einführungsrede so ein bisschen das zu beschreiben, was passiert ist und wie es abgelaufen ist. Und das hat jetzt gar keinen Plan hinter sich gehabt, sondern einfach eine Entwicklung, die wir genommen haben. Eine Entwicklung, die wir im Sommer genommen haben, die, wie gesagt, untypisch ist. Also normal gibt es dann immer die Frage, ja, jetzt verlängert man ja nicht und hat man das Vertrauen noch und müsste man jetzt nicht einen neuen holen? Nee, machen wir nicht. Aber wir haben eben auch einen Trainer, der genau das Gleiche will, also im Gegenteil sogar gefordert hat. Lass mich jetzt machen. Ich will den Leuten zeigen, was ich kann. Und aber dass natürlich irgendwann auch der Moment kommt, wo man trotzdem über den Vertrag redet, das haben wir ja nie ausgeschlossen. Und dass ich jetzt nicht bis Winter warten muss, sondern es war klar, dass wir irgendwann in den Zeiten zwischen den Länderspielpausen auch den Tag finden werden, wo wir reden werden. Und wie Dieter gesagt hat, da ging es jetzt gar nicht darum, dass wir falschen mussten, sondern wir wollten einfach die Grundausrichtung dieses Vereins besprechen. Wie stellen wir uns das vor? Und dass wir beide ambitioniert sind, dass wir beide, wie ich leider scheinbar gerade gesagt habe, Lust und Gier haben, weiter erfolgreich zu sein, ja, das ist das Entscheidende. Und dann war, was ich gesagt habe, das andere, das war dann eigentlich mehr oder weniger, ja, das gehört dazu, das müssen wir machen, damit der Vertrag geschlossen werden kann, aber das war jetzt keinem richtigen, natürlich ist es ein Plan, dass ich jetzt verlängere, aber dafür musste ich jetzt nicht bis Winter warten. Und das war eben auch der Situation, die wir in unserem Verein haben, die wir in unserer Mitarbeit haben, eben auch mit dem Präsidium, es bin ja nicht nur ich, sondern mit dem Präsidium, mit dem Steffen Schippers, das ist einhellig so. Und deswegen war aus unserer Sicht jetzt der richtige Moment, es zu tun. Carsten Kellermann nochmal. Max hat gerade von der Grundausrichtung gesprochen. Ist das eher dann sportlich gemeint, so wie jetzt im Sommer die Umstellung gekommen ist? Oder geht es dann tatsächlich um Ziele, die Sie eben angesprochen haben, sprich also Europa möglicherweise zu erreichen? Was steht da im Vordergrund? Da steht alles im Vordergrund. Das ist die generelle Grundausrichtung, die wir jetzt ja wirklich ein Stück weit im Sommer verändert haben, was das Fußballspielen angeht. Wir haben uns ein bisschen emanzipiert vom 4-4-2. Wir sind ein bisschen unseren eigenen Weg gegangen, einen neuen Weg gegangen, der sehr gut angenommen worden ist. Es geht darum, die Struktur im Verein. Ja, auch da gibt es immer wieder noch Verbesserungen, die wir auch besprochen haben. Ja, ich sag mal so eine zweite Rasenheizung zum Beispiel, jetzt, wenn der Winter einschlägt. Das sind so nur mal ein Beispiel, dass ihr auch wisst, worum es auch gegangen ist. Also nicht nur immer die Bausteinmannschaft, sondern eben auch Veränderungen. Wo können wir uns noch besser aufstellen? Ja, insbesondere dann, wenn wir hoffentlich im nächsten Jahr auch drei Wettbewerbe haben. Ja, das sind alles so Dinge, die mit in so eine Entscheidung mit da reinkommen. Und wenn ich jetzt davon sprechen würde, ich will jedes Jahr Champions League zu spielen, das wisst ihr, das ist nicht realistisch. Ja, ich glaube, wir sollten weiterhin realistische Szenarien für Borussia Mönchengladbach rausgeben als Verantwortliche, ohne dass wir damit ein Stück nicht erfolgreich sein wollen. Im Gegenteil, wir wollen sehr erfolgreich arbeiten. Und den Erfolg, wie wir ihn dann definieren, ist Platz 6 ein Erfolg, wenn man nicht alle Mann an Bord hat. Ja, wenn man alle Mann an Bord hat und man wird Dritter, ist es auch ein Erfolg. Ja, und
Deshalb, wir werden uns jetzt nicht festlegen, dass wir sagen, wir wollen jetzt jedes Jahr, nur weil ich jetzt verlängert hätte, jedes Jahr verlängern und jedes Jahr Champions League. Wenn wir das schaffen, ja, dann brauchen wir gar nicht mehr zu kommen zu solchen Anlässen, weil dann wisst ihr, es wird verlängert, weil die Borussia ist dauerhaft internationaler Teilnehmer. Also nein, ich glaube, das sind Dinge, die auch wichtig sind, dass die Struktur stimmt, dass ich das Gefühl habe, dass, wie gesagt, hier nach wie vor keiner einschläft, sondern ich habe von Herrn Königs heute ein Interview gelesen, wo er auch sagt, wir müssen weiterhin ambitioniert bleiben, wir müssen weiterhin in die Zukunft denken und da kommen so viele Aufgaben auf jeden einzelnen Bundesligisten zu, die zu bewerkstelligen gilt es neben dem Sportlichen und auch darüber haben wir auch ein bisschen philosophiert, ja, aber natürlich ganz klar, unser Kerngeschäft ist der Sport und da werden wir alles versuchen, weiterhin dauerhaft eine erfolgreiche Mannschaft zu haben. Darum geht es mir natürlich letztendlich, dass wir versuchen, Leistungsträger zu halten, wenn es möglich ist. Ja, dass wir versuchen, das eine oder andere umzusetzen. Aber dafür unabdingbar ist sportlicher Erfolg und den müssen wir dieses Jahr erstmal erbringen. Erik Munin, NTV. Max, wenn ich es richtig erinnere, hast du gesagt, du würdest gerne mal mit Borussia Blech in der Hand halten. Ob die Formulierung so ist, richtig ist, weiß ich nicht mehr. Aber gibt es eine Meisterprämie auch im Vertrag und steht da auch eine Summe drin? Oder darf er, wenn er das erreichen sollte, der Coach das dann selber eintragen? Also ich möchte jetzt die Vertragsverlängerung nicht zu einer Jubelorgie ausarten lassen, wo wir jetzt schon über deutsche Meisterschaften und Champions League en masse reden. Also wir haben einen Vertrag verlängert mit Dieter Hecking, der einen guten Berater hat, der eben einige Prämien rein verhandelt hat, ohne dass ich dann mehr sagen möchte. Aber eigentlich ist mein Fokus und unser Fokus eigentlich jetzt auf Hannover 96. Und es ist schön, dass momentan alles sehr, sehr gut und rund um Borussia läuft. Aber jetzt möchte ich nicht, dass wir hier irgendwelche Traumschlösser bauen. Da kommt jetzt dann doch wieder der Realist Max Eberl durch. Wir haben jetzt den Vertrag verlängert. Darüber freuen wir uns als Borussen über die Maßen. Aber mit einer Vertragsverlängerung hat man nicht Europa erreicht. Man hat nicht, ob Prämien drinstehen oder nicht, das ist nicht relevant, wenn du am Ende der Saison Neunter wirst. Deswegen unsere ganze Aufgabe heißt jetzt wieder Konzentration auf Hannover 96. Und das ist das Einzige, was für mich eigentlich jetzt wieder zählt. Ich finde, dass das Lob, das Dieter und der Trainerstab und die Mannschaft bekommen haben und heute auch bekommen, total gerechtfertigt. Aber morgen geht es weiter im Training und am Sonntag geht es gegen Hannover 96 und deswegen würde ich jetzt diese Worte wie Meisterschaften, Champions League ständig und Europa ständig ein Stück weit nach hinten schieben. Wenn es was zu feiern gibt, dann feiern wir richtig und dass mein Traum ist, was Blechernes, also nicht nur Blech, sondern was Blechernes in den Händen zu halten, das ist uns auch mittlerweile über die Grenzen bekannt, aber auch mit dem Traum, den ich habe, werde ich es nicht schaffen. Da muss ich schon hart für arbeiten und das versuche ich tagtäglich und das habe ich jetzt einen Mosaikstein wieder geschafft mit der Verlängerung von Dieter und seinem Trainerstab. Gut, dann schlage ich vor, dass wir das als Vorlage, hast noch eine Frage zum Vertrag, Achim? Okay. Eine Frage noch stellen an den Realisten, Max Eberl, weil der Dieter Hecking gerade ausgeführt hat, ein Ziel unter anderem auch ist, Leistungsträger zu halten. Könntest du uns im konkreten Fall gerade bei Thorgan Hazard sagen, wie da im Moment der Stand der Dinge ist und ob ihr schon gesprochen habt? Mit Thorgan haben wir Vertrag bis 2020. Thorgan hat, glaube ich, in den Jahren, der jetzt hier ist, 4,5 fast, finde ich, von Jahr zu Jahr echt eine großartige Entwicklung genommen. Jetzt nochmal, obwohl er schon Mitte 20, schon, reden heute sehr viel über Alter, obwohl er Mitte 20 ist, nochmal in der Saison nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, dass ein Thorgan Hazard, wie es immer ist, wenn du mit einem Verein erfolgreich bist, für größere Vereine interessant sein könntest, das ist so, das ist für uns kein neues Szenario, aber wir haben, und das ist eigentlich das, was uns immer ausgezeichnet hat, mit allen Beratern, Querstrich-Spielern immer ein sehr, sehr offenes und transparentes Verhältnis und genauso ist es mit Papa vom Thorgan, da haben wir vor kurzem noch zusammen gesprochen, da ist unser Wunsch klar hinterlegt, dass wir gerne mit Thorgan verlängern wollen würden. Das Thorgan aber sagt dazu, ja, ich habe auch nichts dagegen, aber möchte erstmal abwarten, was passiert. Auch das ist für mich eine normale Situation. Und da wird man sich irgendwann im Frühjahr hinsetzen und wird sagen, okay, wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Wie sieht es denn jetzt aus? Und dann wird man dann versuchen, da ein Ergebnis zu erzielen. Aber ich finde es erstmal schön, wenn Spieler von uns bei den Clubs gehandelt werden, weil dann scheinen sie ja nicht so schlecht zu sein. Gut, Max hat es gesagt, Dieter hat es gesagt, die nächste Aufgabe ist am Sonntag das Spiel gegen Hannover. Darüber sollten wir auch noch sprechen. Gibt es dazu Fragen? Christian Hornung, Bild.
Noch eine Frage anschließend an das, was Achim gerade gesagt hat. Jetzt hast du ja die Trainerpersonalie erstmal abgehandelt. Jetzt könnten ja im Winter andere Dinge im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel Trimic, Benes, Hermann, die logischerweise darüber nachdenken, wie so hier ihre Perspektive ist und wie es weitergeht. Wie siehst du so grundsätzlich Kadergröße? Könnte es sein, dass alle drei gehen? Müsste man sich dann noch verstärken? Oder wie sind da die drei Fälle zu bewerten? Erstmal sind wir sehr, sehr froh, wenn ich das sagen kann. Eigentlich müsste der Trainer auch die Frage zum Kader sagen. Bin ich mit dem Kader super zufrieden und super glücklich und bin auch froh, dass wir diese Möglichkeiten haben. Natürlich kann, wenn man jetzt alle gesund hat, wenn man draufschaut, kann man sagen, okay, es gibt doch zwei, drei vielleicht, die es momentan sehr schwer haben. Und Josip gehört dazu. Da gab es im Sommer eine klare Situation, wo wir gesagt haben, Josip, es kann schwer werden für dich. Josip hat sich trotzdem entschieden zu bleiben, was auch völlig okay ist und kämpft und trainiert auch gut, wie ich vom Dieter höre. Natürlich kann es dann im Winter eine Möglichkeit geben. Was Lazi und was Patrick betrifft, haben wir uns erstmal keine Gedanken gemacht, weil wir froh sind, so einen Kader zu haben. Und Patrick hat schon seine Einsätze gehabt. Lazi trainiert sehr gut, bemüht sich sehr stark, um in den Kader zu kommen. Da darf man auch nicht zu schnell reagieren, aber natürlich wird der ein oder andere Spieler bei uns ein Gespräch suchen. Das ist auch normal, da wird man sich hinsetzen und wird versuchen, eben einvernehmlich einen guten Weg zu finden. Aber ob jetzt alle drei gehen oder nicht gehen oder ich was noch mache oder wir noch was machen, das kann ich heute noch nicht sagen. Carsten Kellermann. Über das Thema Fortführen und an Spiel in Hannover denken, wäre Laszlo Benes ein Thema vielleicht. Sie haben das nach dem Testspiel gesagt gegen Münster, dass er sich da gut verkauft hat. Ist er vielleicht schon dann zum zweiten Mal in der Saison einer, der in den Kader reinkommt oder vielleicht sogar noch für mehr in Frage kommt? Es ist ja so, gerade Laszlo Benes ist, denke ich, auch ein gutes Beispiel. Ja, Laszlo hat halt wieder leider in einer Phase, wo es darum ging, dass die Plätze vergeben wurden, eben wieder eine Verletzung gehabt. Ja, und hat danach auch eine ganze Zeit lang immer mal rein, mal wieder raus aus dem Training, wieder eine muskuläre Geschichte gehabt. Und jetzt ist er seit 4-5 Wochen stabil im Training, hat gegen Preußen Münster für mich ein sehr gutes Spiel gemacht, hat auch im Training gezeigt, dass er jetzt drauf brennt, wieder noch näher an die Mannschaft ranzurücken. Und es ist sicherlich eine Überlegung, ihn am Sonntag dabei zu haben. Achim Müller. Herr Hecking, kommen wir mal zum Gegner. Hannover kennen Sie gut, sind da ja auch beheimatet. Was erwarten Sie für ein Spiel, was für eine Mannschaft und wie wollen Sie die packen? Ja, was erwarte ich von Hannover 96? Ich glaube, dass sie gerade am Anfang der Saison haben sie richtig guten Fußball gespielt. Da haben die Ergebnisse noch nicht zu der Art und Weise gepasst, wie sie gespielt haben. Ich erinnere mich dann an ein Spiel gegen Borussia Dortmund zu Hause, wo sie die klar bessere Mannschaft waren. Es geht 0-0 aus. Ja, und das zeigt, dass diese Mannschaft ein Riesenpotenzial hat. Dann sind sie ein bisschen in Schieflage geraten, weil die Ergebnisse nicht gekommen sind. Und deshalb war dieser Freitagabend gegen Wolfsburg, glaube ich, für diese Mannschaft eminent wichtig. Ja, es war jetzt nicht ihr bestes Spiel, aber sie haben es mit viel Mentalität am Ende hinten raus, mit viel Kampf dann noch über die Ziellinie gerettet, diesen 2-1-Sieg gegen Wolfsburg. Das kann natürlich helfen, um wieder Vertrauen zu kriegen auch. Und so erwarte ich sie eigentlich auch, dass sie mutig sein werden, weil Hannover hat ja nichts zu verlieren. Sie fahren als Außenseiter nach Gladbach und so werden sie dieses Spiel auch angehen. Und wie gesagt, unsere Aufgabe wird darin liegen, dass wir uns weniger auf den Gegner stürzen in unserer Analyse, sondern versuchen, wo können wir für uns Möglichkeiten finden im Spiel, ihnen wieder weh zu tun, Räume zu finden, Räume zu kreieren durch gute Laufwege, ja, wo wir der Gegner unter Druck setzen können, wo wir ihnen Schwierigkeiten bereiten können. Und dann, denke ich, sind wir in der Lage, Hannover 96 gut zu bespielen. Und wir müssen aufpassen auf ihr schnelles Umschaltspiel, vor allen Dingen dann, wenn sie ihre ganzen jungen, schnellen Leute auf den Platz bringen. Ja, das ist immer die Aufgabe, weil viele Mannschaften verfügen gerade im Offensivspiel über Schnelligkeit. Das hatten sie gegen Wolfsburg erstmalig so in der Form auf dem Platz, auch ein bisschen der personellen Situation geschuldet bei ihnen. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Mannschaft, die sicherlich nicht hierher fährt und die Waffen sofort hinlegt, sondern die werden schon alles dafür tun, um auch hier erfolgreich zu sein. Und das müssen wir wieder im Zusammenspiel, auch wieder mit unseren wirklich tollen Fans, die uns ja gerade auch bei den Heimspielen wirklich klasse unterstützen, werden wir es wieder versuchen, am Sonntag das Heimspiel zu gewinnen. Christian Horner.
gab ja ein paar spektakuläre Länderspiele, unter anderem Belgien gegen die Schweiz. Sind alle Ihre Schützlinge gesund und einsatzbereit zurückgekommen oder bräuchte vielleicht jemand mal eine Schonung? Ja, Thorgan hat Glück gehabt, dass er dann doch noch 5-2 verloren hat, sonst wäre es eng geworden für ihn in der Kabine. Da hätten die Schweizer, denke ich, ein bisschen rebelliert, ja, dass er das dann trotz seines Doppelpacks dann noch so gefügt hat, dass die Schweizer gewonnen haben. Nein, es sind alle verletzungsfrei zurückgekommen und ich denke, es waren auch für einige richtig tolle Erlebnisse. Nicole Wedi, erster Länderspieltor, Thorgan, erster Doppelpack, glaube ich, für Belgien, Alessand, Länderspieldebüt für Frankreich, außergewöhnlich, denke ich, dass er beim Weltmeister da jetzt schon auch zu Einsatzzeiten gekommen ist. Unsere Jungen haben wieder viel Erfahrung sammeln können. Mika Kuchans war zweimal sehr lange auf dem Platz gestanden. Florian Neuhaus, feste Größe bei der U21 mittlerweile, gar nicht mehr wegzudenken. Jordan-Luis Bayer, der geht so ein bisschen unter gerade, hat auch 3 Einsätze gehabt bei der U19. Ja, also das sind alles so Dinge, die wir natürlich sehr wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Umso schöner noch, dass wenn sie dann verletzungsfrei wiederkommen, ich sage auch ehrlich, Matthias wird es nicht so gerne hören. Ich war ganz froh, dass er gegen Holland auch mal eine Pause gehabt hat, weil er hat alle Minuten bislang gespielt, auch bei der Nationalmannschaft, jedes Spiel voll durch. Das hat uns auch ein bisschen geholfen. Also ich bin da schon auch über das Auftreten unserer Spieler bei den Nationalmannschaften, denke ich, können wir sicherlich momentan sagen, auch da passt es. Jochen Schmitz, Westdeutsche Zeitung. Herr Heckenbosia ist mit großem Abstand die fairste Mannschaft bisher. Hat das für Sie eine besondere Bedeutung oder erwarten Sie vielleicht manchmal sogar noch eine etwas schärfere Note? Nein, ich erwarte keine schärfere Note. Du musst im richtigen Moment musst du halt auch mal die Grätsche auspacken, wenn es notwendig ist. Aber wenn man gutes Spiel, gute Defensivarbeit auch mit wenig Fouls bestreiten kann, dann ist das immer für einen Trainer sehr, sehr gut. Ja, weil man weiß, dass die Mechanismen, dass die Kompaktheit da ist, ohne dass man jetzt groß mit körperlichem Einsatz spielen muss. Wir sind auch, glaube ich, laut Statistik einer der zweikampfschwächsten Mannschaften. Ja, wir führen auch gar nicht so viele Zweikämpfe, weil meine Spieler ist wirklich manchmal sehr, sehr geschickt, schon im Raum verteidigen. Ja, und von mir aus kann das gern so bleiben. Ja. Und wenn wir allerdings gezwungen sind, auch mal eine härtere Klinge zu schlagen, ja, dann müssen wir das auch tun.